Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Auf den Decks 6 und 7 wurden Stromstöße gemeldet. Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Lyndon, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade ein Codegeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Alles ist bereit für die Besprechung. Es gibt einen Notfall.
Der gestohlene Sternzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen, hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen aus, Ardo. Das passiert. Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilot. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen, aber sie flickten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns. Wir haben gerade darüber gesprochen, was mit der Victorum passiert ist. Und Kyo hatte eine... wie nennst du es noch gleich? Es ist nur ein Gefühl, Frisk. Mehr nicht. Und was sagt dieses Gefühl? Ich glaube, das Imperium ist schuld. Die haben bestimmt den Hyperantrieb sabotiert, bevor unsere Soldaten das Schiff übernehmen konnten. Ich weiß, das klingt abwegig, aber Kyo hat meistens einen sechsten Sinn für sowas. Hör nicht auf ihn, das ist doch keine große Sache. Auf Muriel wurden wir gelehrt, die Macht zu respektieren und ihr zuzuhören. Ich kann sie nicht einsetzen, so wie es andere konnten, aber manchmal spüre ich gewisse Dinge. Ich spreche nicht gerne darüber. Heutzutage weiß man ja nie, wer gerade zuhört. Aber mal was anderes. Wann hast du eine Vorahnung über die Corellianische Lotterie, hä? Ist das dein Ernst? Wir stehen kurz vor einer Rettungsmission und du denkst nur an Credits? Ich meine ja nur, solltest du irgendwelche Zahlen spüren, sag einfach Bescheid, okay? Vielleicht bedeuten sie irgendwas. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. An alle Ruinen. Auf den Decks 6 und 7 wurden Stromstöße gemeldet. A-Flügler sind so schnell, wie du sie fliegen kannst. Trumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten, aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die TIEs noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Speerfeuerraketen. Das wird dir gefallen.
Glaubt ihr, ihr könntet diese Bomber fernhalten? Wir sind dran, Victorum. Durchhalten. Fünf, fang diese TIE-Bombe ab. Wir müssen der Mannschaft mehr Zeit verschaffen. Frisk und ich kümmern uns um die restlichen Jäger. Bin dabei. Victorum, diese Bomber nähern sich schnell. Ihr solltet vielleicht die Turbolaser aktivieren. Ihre Ionenwaffen haben unsere Systeme deaktiviert. Bevor ihr da wart, haben wir schon los. Verstanden. Wir setzen den Bomber vor ein Ende. Wir sollten uns aufteilen.
sieht sich. Fünffacher Shuttle. Shuttle zerstört. Sensoren zeigen zwei weitere imperiale Shuttles. Sie wollen uns flankieren. Feuer frei. Soll ich dir was zeigen?
warte erstmal ab, ob Fitz das hinkriegt. Okay, folge mir. Ich hab's auf der Cauchy-Sternstrecke gelernt. Erst leitest du alle Energie in deine Triebwerke und fliegst so schnell du kannst. Ja, jetzt grillen wir die Brücke der Victor. Gleich kommt der Boost. Nochmal, du packst das. Okay, wir sind bereit für den Boost. Hau rein. Wie bist du einsatzbereit, Vanguard? Sollen wir uns aus dem Staub machen? Sammeln uns an eurer Position, Victorum! In Position. Wo geht's hin? Der Ort ist geheim. Haben euch gerade die Koordinaten gesendet. Erwischt. Dann mal los jetzt. Hyperraumsprung. In 3, 2, 1. Los! Was? Der Hyperantrieb hat wieder versagt. Nein. Wir müssen sofort dorthin. Ich weiß nicht, was los war. Alles lief super. Und dann fiel dieses Thema einfach aus. Klingt ganz so, als wäre euer Marvin-Nullifikator blockiert. Setzt das System zurück und startet es neu. Das sollte helfen. Noch mehr imperiale Schiffe. Die müssen ihren Sternzerstörer sehr vermissen. Nein, sie wollen ihn zerstören. Wir werden jetzt niemanden im Stich lassen. Alles oder nicht, Vanguard. Beschützt die Victorum. Erzähl mir nicht, dass dich das überfordert, Frisk. Überall.
Angriff wird eingeleitet. Wie lange wird das dauern? Länger als mir lieb ist. Thank you.
ist doch verständlich. Fast die Hälfte. Danke dir. Positionieren. Lass mich dir nichts mehr sagen.
Koordinaten, Vanguard? Bestätige, wir sehen uns auf der anderen Seite, Victoro. War vielleicht der Gedanke dabei. Das nenne ich mal ein Kampfschiff. Darum haben wir imperiale Schiffe gesammelt. Um das hier zu bauen. Wir nennen es Starhawk. Und es wird uns dabei helfen, den Krieg zu beenden. General Syndulla. Hallo, Vanguard. Willkommen in der Nadiri-Werft. Ich würde euch ja gern herumführen, aber das Imperium ahnt schon, dass wir etwas vorhaben. Sie werden nach uns suchen. Das heißt, dass wir Arbeit vor uns haben. Der Feind ist wieder aufgetaucht. Ein Spion hat die Angriffe auf unsere Sternzerstörer mit Projekt Starhawk der Neuen Republik erklärt. Die Gemeinsamkeit ist Lyndon James. Sie kannten ihn besser als jeder andere, Captain Carroll. Wäre das wahr, dann hätte ich ihn zerstört, und zwar vor der Sache bei Foster Haven. Das ist Ihre zweite Chance. Die Rebellen sind untergetaucht. Mit der Titanstaffel spüren Sie diesen Starhawk auf und eliminieren ihn. Sicher, Admiral Sloan. Aber mit Verlaub. Es gibt ja jemand Bestimmtes, den ich gern anfordern würde. Ich
sollte melden. Stimmt es, dass wir einen Neuzugang bekommen? Bestätigt so. Captain Carroll bringt wen für die Jagd auf? Den Dreck, der unsere Schiffe stiehlt? Gut, je mehr, desto besser. Ganz ruhig, Wonrek. Du weißt noch, wann du das letzte Mal ausgerastet bist. Als ich eine ganze Rebellenstaffel erledigt habe, um dir den Hals zu retten. Konzentration. Shen hat recht, behalt es für dich, Sol. Und Wonrek, spar dir etwas für den Feind auf. Overseer und Titan, beendet die Inspektion. Euer Neuzugang ist eingetroffen. Du bist also unser Neuzugang. Willkommen in der Titanstaffel. Ich bin Vako Gray, Staffelanführer. Sie erwarten dich schon im Besprechungsraum. Mach mal einen guten Eindruck. Willkommen zu Hause, Pilot. Fühlt sich an, als wären wir eine Ewigkeit nicht mehr in Foster Haven gewesen, oder? Ein Idiot verrät seine Staffel und schon müssen loyale Officer wie wir voller Schande versetzt werden. Hab gehört, dass sie dich in den Outer Rim geschickt haben. Ich darf im Merrim-Sektor Treibstofflieferungen vor Schurken und Piraten beschützen. So ein Posten war früher das Ende einer Karriere. Vor Endor. Bevor Lyndon Javes wieder aufgetaucht ist. Du hast es sicher gehört. Admiral Sloan hat mir befohlen, den Verräter zu finden und dieses Projekt Starhawk zu beenden. Ich fand es passend, dass du mir hilfst, Lyndon auszuschalten. Dein Imperium braucht dich, Pilot. Bist du bereit? Gut. Erstmal wirst du als Titan 3 fliegen. An die Arbeit.